Ich könnte mir sehr gut vorstellen, den Freiwilligendienst nochmal zu machen, weil mir das ja sehr viel gebracht hat. Es hat mich persönlich entwickeln lassen und hat mir Kontakte geboten, die ich sonst nie bekommen hätte. Es ist nicht so, dass die Bewohner profitieren, sondern ich profitiere auch von den Bewohnern, von ihrer Dankbarkeit. Ich organisiere zum Beispiel einen Promi-Nachmittag oder wir spielen freitagsmorgens Bingo. Aber mein hauptsächliches Augenmerk liegt auf Besuch von Personen, die nicht mehr aus dem Zimmer raus können, alleine, ohne Hilfe. Wir haben den Freiwilligendienst bei uns eingerichtet, weil wir für die Bücherei speziell jemanden suchten, der nicht nur einen Tag bei uns hier tätig ist, sondern auch Beziehungen zu den Schülern aufbauen kann, also über mehrere Tage und über einen längeren Zeitraum bei uns arbeiten kann. Das ist eine Möglichkeit, wieder in der Gesellschaft noch einmal ein bisschen aktiv teilzunehmen. Ich lerne letztendlich auch ganz, ganz viel von den Kindern und es ist, als gesagt, in jeder Hinsicht sehr, sehr bereichernd. Die Gemeinde Nahntal hat eigentlich schon sehr früh auf den demografischen Wandel reagiert. Deswegen ist es wichtig, dass gerade im ländlichen Bereich solche Angebote geschaffen werden. Ich betreibe den kleinen Weltladen und bin tätig bei der Bücherei. Es haben sich viele Frauen gemeldet, die ehrenamtlich mitarbeiten wollten. Die Mitarbeit von Freiwilligen hat hier im Simeonstift schon eine lange Tradition. Man muss die Freiwilligen, die hier arbeiten, regelmäßig auch unterstützen in ihrem Arbeitsbereich. Das heißt, verschiedene Arbeitsgruppen einfach mal besuchen. Ich mache es unheimlich gern, weil mir hat es schon so leid getan, wie ich weggegangen bin, die 2 Monate. Ich habe mich so an den Leutchen gewöhnt und die an mich. Und bin stolz drauf, so ein Ehrenamt ausfüllen zu können. Weil für die älteren Leute da zu sein, ist eigentlich das Größte, was es gibt hier.